Hallo Leute und willkommen bei PC Tech. In diesem How-To spreche ich mit euch ein bisschen über das Läppen oder das Schleifen des Prozessors. Das Ziel dabei ist, dass die Temperaturen gesenkt werden können. Viele tun das, weil sie extremes Overclocking betreiben oder weil sie ein extrem kühles System haben wollen. Ich will jetzt einmal herausfinden, ob da wirklich etwas dran ist. Deshalb mache ich auch zuvor jetzt einmal eine Messung und will sehen, was für Temperaturen ich bekomme. Ich verwende dazu AIDA 64 Extreme. Ich lasse den Chip dabei einfach einmal 10 Minuten unter Volllast laufen und schaue dann am Schluss die Temperatur an, die anliegt. Der Lüfter beim Kühler ist auf 100% fixiert. Nach 10 Minuten haben sich die Temperaturen bei den beiden Kernen irgendwo um die 58, 59 Grad eingependelt. Das ist schon eigentlich recht ordentlich, wie ich finde. Zunächst einmal die Frage, wieso sollte man das überhaupt machen oder gibt es einen Grund dafür? Wenn wir den Heatspreader genauer anschauen, dann sehen wir, dass da wie so Kanten drin sind an den Seiten und da geht dann die Hypothese davon aus, dass die Wärmeübertragung nicht optimal ist, weil ja keine hundertprozentige Kontaktfläche mit dem Kühler vorhanden ist. Bevor wir jetzt aber loslegen, sehen wir ja, dass auf dem Chip sehr viele Kontakte sind und auch Transistoren. Wir wollen diese schützen, deshalb nehme ich einfach Elektroisolationsband und klebe diesen Chip damit ab, damit kein Staub hinkommt. Es kann nämlich schon etwas staubig werden. Macht das ordentlich und klebt einfach einmal die ganze Rückseite ab. Ich habe jetzt hier wie so eine Art Schleifstraße ausgelegt mit vier verschiedenen Schleifpapieren. Ich habe die hingeklebt. Ich habe ein 180er Papier, ein 400er, ein 600er und ein 1000er Papier. Ihr könnt auch noch feinere Papiere nehmen, falls ihr die finden könnt. Ich konnte leider nur bis zum 1000er eines finden. Beim Vorgang für das Läppen des Prozessors fangen wir immer bei dem grobsten Korn an, also beim 180er in meinem Fall. Wir machen das horizontal wie vertikal und schauen, dass wir das wie bei beiden etwa gleich viel mal geschliffen haben. Schon nach einer kurzen Zeit ist ersichtlich, wie das Nickel wegkommt und das Kupfer wieder nach vorne kommt. Das Ziel ist es, dass die ganze Fläche, dass so das Kupfer wieder nach vorne kommt, bis es etwas so aussieht. Und dann geht ihr wieder zurück ans Schleifen, kontrolliert es irgendwie einfach immer wieder in Zeitabständen, wie das aussieht. Wir gehen jetzt also von 180er dann aufs 400er Schleifpapier. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr eigentlich dann schon vom 400er gleich weiter zum 600er Papier. Und dann vom 600er geht ihr aufs 1000er Papier. Ich nehme manchmal auch noch Wasser beim 1000er Papier, weil dann kann man noch einen höheren Glanz hinbekommen. Auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass der Glanz des Chips etwas mit der Temperaturen zusammen hat, aber macht das so lange, bis der Chip etwas so aussieht, dass es nicht, wie soll ich sagen, dass keine tiefen Kerben mehr vorhanden sind. Er sollte schon relativ glatt sein. Wichtiger ist aber eigentlich, dass die Fläche gerade ist. Nach dem Schleifen natürlich wieder die Messung. Ich habe natürlich die gleiche Wärmeleitpaste wieder verwendet, und zwar die Arctic MX4 Wärmeleitpaste. Wir lassen das jetzt wieder 10 Minuten laufen und schauen die Temperaturen an.
Nach diesen 10 Minuten liegen die Temperaturen wieder bei 58, 59 oder 60 Grad. Also es ist eigentlich genau gleich wie vorhin. Und deshalb kommen wir jetzt einmal zur Zusammenfassung dazu. Sollt ihr den Chip wirklich läppen oder schleifen? Ich sage nein, ich glaube, es ist Unsinn. Ich habe früher auch daran geglaubt, dass es einen Effekt haben könnte, speziell bei Wasserkühlungen, die ich gemacht habe. Aber wenn, dann ist es vielleicht eher noch bei den älteren Chips etwas, aber bei neueren ist es einfach Unsinn. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen erläutern. Ich danke euch fürs Zusehen, gebt mir noch einen Like oder einen Dislike oder einen Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Video.